Ja, willkommen zurück, meine Sturmtruppenvernichter und Wegschubser. Ja, wir sind hier jetzt ja. Oh, was ist das denn? Du Ekelhafte! Ja, kannst du hier nicht kämpfen oder was ist denn los? Ganz genau, ich bin's. Hey. Dein Leben gehört mir. Tschüss. BD, meinst du, du kannst das hier aufladen? Oh, 91% erst erkundet. Was haben wir denn noch übersehen? Da ist noch was. Vielleicht von der anderen Seite. Wo war denn? Da ist. Okay, da komme ich ja eh hin. Nicht da rüber. Also ich müsste da hoch. Da einmal. Wo ist denn da hin? Du weißt schon, dass du nicht entkommen kannst. Was haben wir denn hier? Erstmal die Abkürzung. Eine Nahkampfdroidensteuereinheit. Denkst du auch, was ich denke? Alles klar, mega geil, Leute. So, was nehmen wir denn? Ich will ja erstmal wieder zur Macht.
Macht Freundschaft, das ist natürlich auch geil. Ich mache erstmal diesen Mach. Bitte. Was war das nochmal? Ach so. Ja, komm, nehmen wir. Werden, Leute. Beeindruckende Reflexe. Nein. Das soll... Moment mal eben. Ja, Entschuldigung, Leute. Das muss ich mal eben unterbrechen. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Doch, alles gut. Los jetzt! Nicht nachlassen! Achtung an alle Einheiten. Wir haben gerade hier den Kontakt zur Brandstation 1 seinen neuen Greg verloren. Voll drauf! Bin dabei! Er ist getroffen! Knallt ihn ab! Konzentriert euch auf deine Abwehr! Feuer! Kann ich einen Stim kriegen, BD? Das war irgendwie nicht so geil gerade. Konnten wir das denn übersehen? Ein Toter. Das war Thor. Er ist gnadenloser, als ich dachte. Dieser Truppler wurde von Thor Guerrera skrupellos getötet. Erinnere mich daran, dass ich mich nicht mit ihm anlege. Wobei wir sind doch mittlerweile bestimmt stark genug. 93%, ey. Aber da sind noch... 4 Truhen. Ein Machtgeheimnis. Wo soll das denn noch bitte sehr sein? Boah, Leute, also hier muss ich sagen, ja, haben wir echt super mäßig erforscht. Also hier werde ich jetzt nichts mehr weitersuchen. Hey, brauchst nicht BD. Komm schon, BD. Genau. Was war denn Grafikfehler gerade gewesen? Naja, egal. Hat keiner gesehen. Da waren wir schon drin, oder?
Ja, genau, das war das Ding. Gut. Frag mich, ob es hier noch irgendwo was gibt. Ausgeschlossen ist es ja nicht, wobei hier ist eine Alpha-Wand. Genau. Mit dem AT-AT sicherlich auch. Naja, egal. Wenn wir hier nicht nochmal wieder herkommen, dann war's mit Kashyyyk, Leute. Cordova glaubt, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datomir. Ist der Wookie gefunden? Ja. Aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist überall. Inquisitoren? Naja, Triller. Die zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. Damals in den Klauen des Imperiums wehrte ich mich kaum. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Aber am Ende zerbrach ich und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also... Die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie, seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holocron. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen! So, Sias Vergangenheit. Kerl erfährt, dass Sia gelogen und verschwiegen hat, dass ihr einziger Padawan, Triller, die zweite Schwester ist. Als Sia vom Imperium gefoltert wurde, war sie gezwungen, Triller zu verraten. Das Imperium nahm Triller daraufhin gefangen und machte sie zu einer Inquisitorin. Zutiefst bestürzt nutzte Sia die dunkle Seite der Macht, um zu entkommen. Aus Angst der Dunkelheit noch einmal nachzugeben, schwor Sia, die Macht nie wieder zu nutzen. Ja, letztendlich ist es ja trotzdem nur eine Einstellungssache, ne? Also, nur wenn man jetzt die dunkle Seite genutzt hat, dann wird man halt zum grauen Jedi. Die es ja auch gab. Jedis, die sich halt keiner Seite so richtig, die dann halt auf zu beiden Seiten Zugriff haben. Und das sind halt eigentlich auch die, die am mächtigsten werden könnten. Wenn die denn halt wollen, ne? Okay. Noch ein Samen. Sehr schön. Ja, so. Dann würde ich jetzt sagen, es könnte ein oder zwei Stück noch fehlen. Ja. Wollen wir es nochmal eben heilen? Imperiale Sturmtruppler haben hier alles abgesucht. Das Imperium macht da weiter, wo es vor Saws Truppen aufgehört hat. Hoffentlich haben es alle geschafft. Die meisten sicher. Sie sind schlau. Ich verstehe zwar Saws Ziele nicht, aber hier hat er dem Imperium schwer geschadet. Die Operation läuft langsamer. Ausbremsen ist eine Sache, aber wir werden sie endgültig stoppen. Hoffentlich hast du recht. Ich dachte, wir hätten hier gesiegt. Im Moment sieht es nicht so aus. Und trotzdem hast du Leben gerettet. Der Krieg hat seine eigenen Gesetze. Das weißt du sicher noch aus deiner Zeit in den Klonkriegen. Möglich. Vielleicht war es auch keine gute Idee. Saw ist weg. Das Imperium wieder da. Saw wusste vielleicht, was er erreichen konnte und was nicht. Er kämpfte schon lange gegen das Imperium.
Schwer zu sagen, was wir erreicht haben. Die Raffinerie ist zerstört. Die Wookies sind frei. Saw wusste, dass er unmöglich einen ganzen Planeten allein befreien kann. Er gab sein Bestes und verschwand, als er mit seiner Kraft am Ende war, um später weiterzukämpfen. Wir müssen mehr tun. Wir versuchen's, Cal. Entschuldige, Cal, ich arbeite. Das sehe ich, wie du hier arbeitest, ey. Such dir ein anderes Hobby. Die Natur ist immer so schmutzig. Ich hasse diesen Planeten. Da will man seinen Laden sauber halten und dann bringt ihr mich hierher. Hier mieft's nach Wookie im Regen. Ist das wirklich dein größtes Problem? Falls du es nicht bemerkt hast, mir ist nicht viel geblieben. Aber meinen Stolz habe ich noch. Ich habe immer an meinen Stolz geglaubt. Glaube es nicht verkehrt. Wenn ich putze, koche oder Ähnliches erledige, habe ich danach einen kleinen Sieg errungen. Ich verstehe. Ich weiß, wir hatten keinen leichten Start. Ich meine, vielleicht war ich auch ein bisschen schuld. Darum konzentriere ich mich auf die kleinen Siege, wie zum Beispiel, dass wir alle einen vollen Magen haben. Allerdings. Du übersiehst was. Ich habe noch mehr übersehen, Kleiner. Aber ich lebe noch und habe mein Schiff. Dafür muss ich dankbar sein. Das stimmt. Als ich die Mantis bekommen habe, hielten sie manche für einen Schrotthaufen. Bis jetzt hat sie gehalten. Ja, das hat sie. Kein schlechtes Zeichen. Ich putze, der Droide macht schmutzig. Wird so meine Zukunft aussehen? Okay. Gut. Hey, war auf Zephon nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob es da drin was zu holen gibt? Auf Zepho? Ja. Verstieg 94%, Leute. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir da noch was sehen sollen. Bogano brauchen wir jetzt auch erstmal nicht hin. Wobei, da war ja noch der eine Tempel. Oh doch, die möchte den einen Tempel noch bereisen. Also Bogano. Ja, Bogano. Wie sind Sie eigentlich? Der erste Tempel. Ich wurde von einem Sucher entdeckt, als ich noch sehr jung war. Er hat mich zum Tempel gebracht. Oh ja, die Sucher. Die sind was ganz Besonderes, das kann ich Ihnen sagen. Sie haben keine Ahnung, was ein Sucher ist, oder? Nicht die geringste. Suchen die irgendwas? Genau. Es sind Jedi, die junge Machtbegabte suchen und rekrutieren. Wie die auf dem Holocron. Ich war auch ein Sucher. Hey, hey, wissen Sie, was das bedeutet? Ich habe Cal nicht entdeckt, falls Sie darauf anspielen. Nein, das bedeutet, dass ich auch ein Sucher bin. Stimmt. Ja, Sucher Grease. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Alles klar. Ja, müssen wir jetzt mal schauen, wie wir in den ersten Tempel nochmal hinein. Leute, ich bin so. Oh. Hier war doch gar nichts mehr. Mann, den Tempel, den ich meine, der war auf Sappho. Ja, gut, wir gucken mal eben. Wobei wir. Oh. Leute. Oh. Wir hätten ein paar neue Wege. Dann mache ich das doch mal eben. Hui. Das war eben risky. So. Irgendwas gab es hier doch, genau. Da hatten wir eine Truhe. Du mal reinsehen? Oh, du hast was gefunden. Super.
PD? Ist eine hübsche Ergänzung für das Terrarium. Sehr schön. Da ist noch eine Truhe. Ja, und los geht's. Was ist das, BD? So, da war noch was. Und dann hatten wir dann noch eine Stelle. Hör auf damit. Ein Borgling. Hier ist bestimmt irgendwo ein Nest. Ein toter Borgling, der von einem der Prädatoren auf der zerklüfteten Ebene getötet wurde. Er war höchstwahrscheinlich auf dem Rückweg zu seinem Nest. Der arme Kleine. Das gerade? Wollte BD da gerade was machen? Ach, das war der. War das Ding da unten? Jetzt ernsthaft? Dafür war das jetzt für etwas, was wir jetzt schon geholt haben. Gut. Oh, hallo. Was denn? Hast du einen neuen Freund? Borglinge sind kleine auf Bogano heimische Kreaturen, flinke Fluchtkünstler, die gelernt haben, auf ihren Zehen laufen. Was? Da fehlt ein Wort. Zu. Mit dieser Technik können sie auf der felsigen Oberfläche von Bogano ebenso schnell die Richtung wechseln oder springen, wie in den Sumpfgebieten des Planeten. Mit ihrem Pelz kompensieren sie den Wärmeverlust ihrer nackten Füße. Hör doch auf. Wo wollen wir es haben? Was hat das jetzt? Was hat uns das hier gebracht? Komm ich da rüber? Nein. Das ist ein Meditationskreis da unten. Hui! Was? Drei? Noch ein Stimp! Eigentlich dürfen die gar nicht angreifen können, wenn wir das gerade so auf die Reinschnitte sehen. Ja, ist gut. Aua! BD, ich brauche Hilfe! Ah ja.
Meine Herren, Leute, ey, das ist schwerer als der Kampf gegen die Neunte. Kann ich einen Stim kriegen, BD? Alter! Hilf mir, BD! Da kriegt man beim... Puh. Alter, da kriegt man richtig Schweiß hier. Hey, BD, siehst du mal an. Ja, sehen wir es uns an. Das ist schön. Alter, ey, Alter. Das muss jetzt da auch nicht sein, ne? Da ist noch eine Truhe. Willst du nachsehen? Was ist es, BD? Wer will denn dieses Ponchomaterial? Jetzt mal ehrlich. Was gibt es hier denn noch? Hey! Der Jedi-Meister Eno Kondova hatte diesen Wettersensor ursprünglich gebaut, um zu wissen, ob er bei seinen Ausgrabungen einen Pullover tragen sollte. Zu seiner großen Überraschung zeigten die Messdaten allerdings Spuren einer elektromagnetischen Strahlung in den Winden auf Bogano an. Obwohl die Konzentration dort deutlich geringer war als auf Zepho, nahm Kondova an, dass dies einer der Gründe gewesen sein könnte, warum die Zepho ihr Gewölbe auf Bogano errichtet hatten. Au! Nein, 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 nein! Hallo! Du musst es einfach wissen, stimmt's? Zeig mal, was du gefunden hast. Alter, Leute, das war... Jetzt darf uns aber auch nichts mehr rammen. Ja, mal eben meditieren, würde ich sagen. Und dann geht's weiter nach Zepho. Noch mal ein Salto machen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ich stoße mir lieber das Knie an. Das ist geiler. Tut mir leid, ich meditiere gerade. Mhm. Das, so siehst du auch aus, ey. Achso, warte, wir haben noch einen neuen Samen, den wollen. Oh, die anderen sind gewachsen. Wo hat er den jetzt gepflanzt? Ach, da hat er den gepflanzt. Das sieht ja schon richtig geil aus. Und dann könnten da sogar noch zwei hinkommen. Okay, Leute, dann geht's ab nach Zepho. Wohin jetzt? Ab nach Zepho. Wie viel haben wir da? 92, 94... Du weißt, wer ich bin. Ich kam nach Bogano, um einen alten Meister Eno Cordova zu finden.
Hallo auch dir. Ihr müsst viel Zeit miteinander verbracht haben, ganz allein auf dem Planeten. Dann muss er direkt nach deiner Aktivierung gegangen sein. Erinnerst du dich daran, was Cordova als letztes zu dir sagte? Viel Glück, Jedi. Möge die Macht mit dir sein. Ah, das Log für Kerl. Sonst nichts? Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Alles klar, Leute. Aber bevor wir uns jetzt hier in die weite, weite Welt hinabstürzen, würde ich sagen, speichere ich das Spiel und beende diesen Part, weil das würde jetzt keinen Nutzen mehr machen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid, Leute. Lasst einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Kommentiert doch das Ganze. Das wäre super, super nice. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!